Hallo, erstmal hier. Nach langer Zeit habe ich den Parkausweis bekommen. Bei mir DMS ist leider langsam schlechter werden. Ne? Also als Beweis, hier habe ich es bekommen. Jetzt kann ich endlich keine Strafzettel bekommen, wenn ich im Park bei Behindertenparkplätze, sorry. Parke, ne? Weil das war schon ein Kampf. MS ist halt eine Krankheit, die ich keinem, nicht mal den schlimmsten Feinden wünsche. Nur halt, was mich stört, ist die dumme Papplerei von manchen Menschen, die denken, die müssten es besser wissen. Auf einmal werden es Ärzte und Experten, warum ich MS bekommen habe, wieso. Vielleicht bin ich selber schuld. Ach, die wissen gar nichts. Die labern so viel Unfug, wenn der Tag lang ist. Keine Ahnung. Sollen die froh sein, dass sie gesund sind? Sollen sie froh sein, dass die arbeiten gehen? Sollen sie froh sein, dass sie normal gehen können? Ne? An den Gesunden sage ich es. An die MS-Kranken sage ich, dass es besser ist, wenn man nach vorne schaut und sich nicht ablenken lässt, weil die Krankheit ist alles andere als witzig. Ich meine, dieser Winter war für mich extrem. Also 4 Monate lang nur Grippewellen gehabt. Ich als MS-Kranker bekomme keine Grippe in dem Sinne oder kein Fieber, aber ich krieg's voll mit den Beinen und mit den Schmerzen. Ne? Das, was viele nicht verstehen. Ne? Wieso bist du nicht krank? Also grippale Infekte. Ja, was soll ich sagen? Ne? Man muss halt sich damit beschäftigen, bevor man sich ein Urteil davon, ein Urteil loslässt. Ne? Mit diesen Worten sage ich euch noch einen schönen Tag, auch wenn es grau ist. Ich warte jetzt, dass wieder bessere Zeiten für mich kommen, hoffentlich. In 2,5 Wochen muss ich wieder ins Krankenhaus. Und da bekomme ich eine psychologische Untersuchung, was das immer sein mag. Ne? Eventuell ist mein Führerschein in Gefahr. Was soll's? Muss ich auch in Kauf nehmen. Schönen Tag noch.